So, da wollen wir einsteigen. Hinter und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Langer Titel. So, wir müssen Panam irgendwie helfen, hier diese Tür aufzukriegen. Soll ich mal? Klar, aber an deiner Stelle würde ich mir erst einen anderen Weg reinsuchen. Well, das klingt wie recht feindlich, ne? Naja, gut, ich... Wow, das ging schnell. Ihr Ernst? Technik 3? Technik 3 kriege ich alles auf. Was haben wir hier Schönes? Der Vereinigungskrieg für Idioten? Habe ich das schon gelesen? Jüngste Konflikt, bla 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 bla. Mit einer Wahrscheinlichkeit 40%. Okay, das haben wir schon. Das habe ich schon gelesen. Ich bin nicht ganz sicher. In Amerika eine Prophezeiung habe ich auf jeden Fall auch schon gelesen. Ein Handfächer. Dann halt die Treppe. Ja, Ich versuche mich gerade umzugucken. Ja gut, der Fahrstuhl scheint ja jetzt auch nicht so dringend notwendig zu sein, oder? Mit etwas Hilfe von meiner Wenigkeit. Aha, warte mal, was kann ich denn hier hacken? Komm ich da irgendwie ran? Ich habe gerade außerdem ein Stück über den Dialog übersprungen, weil ich natürlich mal wieder schleichen wollte. Oh nein, ich komme hier nie wieder raus, oder? Das sieht nicht wirklich gut aus, oder? Komme ich hier tatsächlich irgendwie nochmal raus? Los, Wade. Wir haben was zu erledigen. Ja, warte mal, aber das Problem ist, ich glaube... Ich habe mich gerade erfolgreich... Nein, doch nicht. Na, komm. Na, okay, jetzt habe ich mich tatsächlich irgendwie, glaube ich, fest... Ich kann mich gerade nicht ducken, weil ich glaube ich... Ja doch, jetzt. Haha! Was hast du denn hier? Hinten ist ein Panel. Das... Oh. Ich mochte Züge schon immer. Ja. Und an den Bahnhöfen führen so viele Schienen zusammen. Hm. Weichen. Ja, genau. Wenn man die von oben sieht, dann fühlt man sich... Frei? Als ob man zu 1000 Reisen gleichzeitig aufbrechen könnte? Ich meine eher hoffnungsvoll. Ah ja, und ich erzähle ja so wie 1000 Reisen, ne? Ah, schön. Guck mal, ich hätte hier voll viel Zeug abstauben können, na gut. So, wir brauchen eine E9. Ein C. BD, 1C. Ah, das andere Ding ist ja gescheitert. Ja, aber das ist halt schon. Weil wir müssen ja, ich muss ja meinen Vorrat an Quick-Hack-Komponenten wieder auffüllen, nachdem ich beim letzten Mal ja alle Komponenten so verbraucht habe, die ich so hatte. Okay, das Ding ist offen. Ah, Weichen? Sehen wir hier irgendwas? Nicht wirklich, oder? Also ich sehe nur so eine Weiche. Das ist jetzt nicht gerade so ein reichhaltiger Schatz an Reinigungsmitteln. Was hat das gerade? Also hier ist immer noch Energie, das ist wahrscheinlich genau wie diese Bude in der Wüste, wo es auch, ne, wir können entweder den Strom richtig abschalten oder wir kappen einfach nur die Leitung, aber das könnte dann halt jeder Idiot wieder anmachen. Ja, wir machen das billige, da kommt schon keiner. In 1000 Jahren, wer soll da kommen? Okay, da wären wir. Ja, was haben wir hier noch Schönes? Carol, wonach suchen wir? Nice. Was für Karten? Karten mit Löchern drin. Lass mich suchen helfen. Ja, ich weiß zum Glück schon, was ich suche, aber erst... Danke. Erst. Gut, dass ich vorher mit dir gesprochen habe, aber ich könnte vorher lesen mir was über das Uralkombinat durch. Das klingt nämlich irgendwie interessant. Güterlokomotive, Hersteller Uralkombinat. Modell AM773, Leergewicht 200 Tonnen. Reaktorzahl 2... Reaktorzahl? Höchstgeschwindigkeit 110 km/h. Bremse UX7B, Datenübertragungsmodul OCT Lima. Nada. Ja, warte mal, ich suche ja, aber ich will eigentlich auch die Splitter lesen. Wir kommen mal an Bord. Oh, kriege ich jetzt Propaganda? Herzlichen Glückwunsch, du bist eben in einen der 12 stolzen Core-Bat-Standorte beigetreten. Mit deiner Hilfe werden wir die Ruinen des Krieges wieder aufbauen. Jeder Sack Zement, den wir transportieren, jeder Güterwagen, den wir losschicken, bringt uns unserem Ziel einen Schritt näher. Außerdem sind wir der einzige Standort bei deiner eigenen Autowaschanlage im Zug. Ganz genau, du kannst sie sogar benutzen, um dein eigenes Auto zu waschen. Um für deinen Komfort und deiner Sicherheit zu sorgen, bieten wir dir ein umfangreiches Sport- und Unterhaltungsangebot an, ebenso wie das G-Rapid Detox- und Entspannungsprogramm. Hinweis, trage aus Sicherheitsgründen immer deine Schutzkleidung bei der Arbeit. Core-Bat übernimmt keine Verantwortung für falsche Benutzung von Arbeitsausrüstung oder jegliche negativen gesundheitlichen Folgen derselben. Dies beinhaltet unter anderem Arbeit ausschließlich Blutvergiftung, toxische Schocksyndrome, so wie Fälle von Zeichenbeziehungen aufgrund eines übermäßigen Benutzens des G-Rapid-Programms. Es klang für einen Moment... Nada. Es klang für einen sehr kurzen Moment, klang es irgendwie, als wäre es cool. Was haben wir hier noch? Okay, der muss hier irgendwo sein. Im Inneren vom Metakorb? Ja, mal.
Metacorp? Was ist denn Metacorp? Ach ja, genau, das ist Metacorp war das Ding, was die Nomaden hatten, ne? Wir verbinden die Nomaden oft mit Begriffen wie Chaos, Gesellschaftskollaps oder technologischen Rückstand. Aus gutem Grund. Doch, es gibt immer Ausnahmen. Bei den Nomaden heißt diese Ausnahme Meta. Genau gesagt Metacorp. Im Gegensatz zu anderen Nomadengruppen, die sich mit Schmuggel und Raubzügen über Wasser halten, halten sich die Meta an die Gesetze. Metacorp, offiziell in den Western Corporate States registriert, ist Hauptaktionär mehrerer Lieferunternehmen, darunter auch die schnell wachsenden DTR, Decker, Tanaka und Watchers, die in Amerika im letzten Jahr 53% aller Transporte übernommen hat. Die Geschichte von Metacorp zeugt von wahren amerikanischen Pioniers. Okay, das habe ich schon gelesen. Ja, ich will nicht. Der Untergangssturz des ersten Netz, das war das mit Bartmoos, ne? Das habe ich auch schon gelesen. Hm, sieh an, sieh an. Oh, das war einfach. Bisschen stört mich, dass ich immer noch wieder die gleichen Splitter finde. Ich ahne und befürchte leider, dass ich alle Splitter erschöpft habe, ne? Oh, Nachrichten? Oh. Ich glaube, die wurden gehackt. Neue Gefahrenstufe, höchste Alarmbereitschreib. Michael Feeling Fisch, CTO Corpbot. Corpbot Standort Nummer 12. Bezüglich des Netcrashs können wir Ihnen erfreulicherweise mitteilen, dass alle Kommunikationswege wiederhergestellt werden und Ihre Gefahrenstufe auf Krisenreaktion T-4 auf höchste Alarmbereitschreib T-3 geändert wurde. Alle Mitarbeiter werden zu einer Informationsveranstaltung morgen um 8 Uhr in der Halle E vorgeladen. Bei dieser Veranstaltung werden neue Arbeitsverfahren für die Fabrik sowie technologische Neuerungen vorgestellt. Die Teilnahme der Veranstaltung ist verpflichtend. Warte mal, ist das noch eine Mail vom ersten Net? Also bevor alles? Alles normal, alles Dummköpfe? Guide to the Net? Ah, schön. So, achso, ja gut. Für Dunkelheit. Das habe ich tatsächlich schon gelesen. Tatsächlich sogar, wo ich Panam an war. Zumindest die Sachen, die ich immer so in diesen Quests finde mit Panam, sind... Oh, Kondoma. Obwohl ich kein Gerät habe, um das Ding zu benutzen. Noch mehr Zeug. Gut, das ist Geld, dass die Währung immer stabil ist, dass sie immer noch gültig ist, ne? Oh, das Heim, was haben wir hier Schönes? Die bösen Gerüchteküche? Randy an Ermoke. Ermoke, du hast wirklich gekündigt? Warum höre ich davon, dass es der letzte ist? Von Ermoke an Cut McQuay. Ja, ich bin bald weg. Wusste nicht, wie ich es dir sagen soll. Tut mir echt leid, dass du es jetzt erst herausgefunden hast. Ich habe einen Kumpel in der Willow Clan, der ein gutes Wort für mich eingelegt hat. Ermoke? Der Nomade? Ist das dein Ernst? Du hast Nomaden doch immer als dreckige Bande stinkende, hirnamputierte Hinterwälder bezeichnet. Cat, der Laden hier wird eh geschlossen. Wenn wir hier bleiben, schicken sie uns sonst wohin. Wenn ich mir ein neues Zuhause suchen muss, möchte ich wenigstens die Richtung bestimmen. Na klar, du wirst da gleich mitreden dürfen. Bestimmt bist du 0, nichts Anführer des Clans. Leg mir mein Zeug auf den Tisch, bevor du gehst. Schließlich in der Fabrik sowie des Standorts N... Leider sind hier nie Daten hinter, das ist ein bisschen schade eigentlich. Sowie des Standorts N12 an der Station. Die Fabrik sowie die Außenstellen der Station werden zum Ende des Monats offiziell geschlossen. Alle Schienenabschnitte, die für den Transport und Logistik benutzt werden, werden dann vom allgemeinen Schienennetz getrennt. Im letzten Betriebstag müssen Mitarbeiter die Firmenausrüstung sowie ihre Zugangsdaten fürs Gebäude abgeben. Von Jim Rosana und Magic Filling. Hier ist Jim von der Station Kontrollturm. Ich weiß nicht, ob das noch jemand liest, da wir ja alles abschalten wollen werden, aber was ist mit dem Motor hier? Das mit den Schienen verstehe ich ja, aber der Motor? Darum sollte sich doch jemand kümmern, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Gefahr für die Umwelt darstellt. Der Motor wird in Übereinstimmung mit allen zutreffenden Sicherheitsrichtlinien entfernt werden. Der Motor steht bestimmt noch hier, nehme ich mal an. Kann ich mir jetzt nicht anders vorstellen, als dass er noch hier ist. Ich hab was. Sehr gut. Achso, ich kann mit dir direkt noch reden. Carol! Wir haben eine Karte! Was jetzt? Wir müssen sie ins Lesegerät packen. Wow. Warum ist sie nicht gleich wieder zurückgekommen? Die Karte ins Lesegerät? Ja. Warum ist das hier noch grün? Kann ich hier noch was entdecken? Achso, ich hole eine Pathologie des Badlands. Habe ich das schon gelesen? Da steht halt immer neuer Splitter, aber das stimmt nicht. Wollen Sie hier aus der Stadt heraus in ein Leben auf endlosen Straßen führen? Hat Ihnen der Sprössling je gesagt, dass er Sie oder so von Nomaden als Abendnomadenabenteurer träumt? Machen Sie sich nichts vor! Ja, das habe ich schon gelesen. Dann wollen wir mal. Tetratronic? Tetratronic? Es hat geklappt. Sieh! Ja. Kleine, tapfere Dampflok. Uralkombinat. Ha. Tja, ne? Weh. Ich wollte mit dir reden. Was ist denn für ein Name? Worüber willst du reden? Daran. Ich weiß, das klingt dumm, weil ich dich um Hilfe gebeten habe. Aber warum hilfst du mir? Ich weiß, dass dir wichtig ist. Mach's nicht. Ich weiß, dass dir wichtig ist. Nehmen wir das doch mal. Weil es dir wichtig ist. Aber ist das alles? Sorry, das klang jetzt irgendwie komisch. Sonst noch irgendwelche Fragen? Nein. Ich glaube, ich weiß alles, was ich wissen muss.
Ich sollte Rogue Bloom schicken. Als Dank, dass sie uns bekannt gemacht hat. Ist aber nicht wirklich dein Stil. Natürlich mit einer Karte dazu. Danke für eine wahre Freundin, du intrigante Hure. Schon besser. Okay, gehen wir zurück zu den anderen. Ich weiß nicht, ob ich die Frage hätte direkt antworten können. Also das Ding ist aber, letztes Mal, wo ich ihr halt irgendwas direkt gesagt habe, war sie halt auch nicht begeistert, ne? Also meine Taktik ist gerade, dass ich entweder, dass das halt einfach nur ihre Anwesenheit genieße, so mehr oder weniger platonisch. Ach, hier ist das eine Lied. Warum kann ich hier oben eigentlich nicht so schnell rennen? Oder halt das einfach mal gucken, ob sie irgendwann auf mich zutrifft. Wenn nicht, dann genießen wir die Situation einfach so, wie sie so ist, ne? Weil wir müssen ja nicht unbedingt. Okay, gut. Jetzt komm schon, los! Ja, ja. Der Konvoi. Habt ihr ihn unter Beobachtung? Ja. Carol belauscht hin und wieder ihre Kommunikationskanäle. Oh, weißt du, wo Panam ist? Das läuft wie geplant. Ich bin nicht ihre Babysitterin. Saul schreibt mir übrigens Nachrichten. Wenn du siehst, sag ihr, es ist mir scheißegal, was zwischen euch beiden sonst noch läuft. Ich habe eine einfache Frage, ich hätte gerne eine klare Antwort. Wenn du sie siehst, sag ihr, dass ich mit ihr reden will. Oh. Hätte ich einfach nie antworten können. Psau ist vor allen Dingen so. Vor allen Dingen habe ich ja eigentlich eine Antwort geliefert, ne? Obwohl ich keine Antwort geliefert. Technisch gesehen, was übrigens die beste, the best kind of correct ist, habe ich komplett nichts gesagt. Ich habe eine Antwort impliziert, ohne sie auszusprechen. Warum knackt hier eigentlich alles so viel? Ich weiß nämlich immer noch nicht, welcher Motor hier eigentlich gemeint. Was? Jungs, wir haben einen Auftrag, ihr sitzt hier am Feuer? Ist euer Ernst? Park deinen Arsch für eine Minute und atme tief durch. Alles ist unter Kontrolle. Der Konvoi ist schon unterwegs in unsere Richtung. Ernsthaft? Machen wir jetzt Kumbaya? Bedenken wegen Saul? Wann haben die Kisten aufgebaut? Du musst gar nicht so nervös sein. Bist nicht die Erste, die sich gegen Saul auflehnt. Ach, spar dir die Anekdote. Ich brauch keinen Trost. War es jemand, den ich kenne? Kannte. Scorpion. Er kam aus dem Krieg zurück. Hatte den Kopf voller neuer Ideen. Und einen Haufen neuer Kontakte. Wollte Saul überzeugen, dass wir uns Snake Nation anschließen. Meinte, das würde uns stärker machen. Davon hat er mir nie ein Wort gesagt. Was hat Saul gemacht? Saul hat ihn regelrecht fertig gemacht dafür, der Familie Ärger zu machen. Scheiße, er hat ihm ein Jahr lang keine Jobs gegeben. Na, das ist ja ein Trost. Danke. Du meintest selbst, du brauchst keinen. Tja. Ihr redet nicht viel vom Krieg. Wir sollten eintrinken. Auf Scorpion. Wo kommt denn jetzt der Trink her? Auf Scorpion. Schön, dass wir besoffen. Haben wir ja noch was essen hier? Oder ist der. Und auf Jackie. Daran erinnert sie sich. Ihr redet nicht viel vom Krieg. Beide greifen zur Flasche. Ja. Also, die Zigarette klebt an der Flasche. Das ist sogar glaubhaft, ne? Auch wenn es wahrscheinlich trotzdem ein Bug ist. Was gibt's schon zu sagen? Die haben einen in einen Panzer in Mexiko gesteckt und gesagt: volle Kraft voraus, Soldat. Dann konnte man wochenlang mit sich selbst oder der Bord-KI reden. Und sich mit Jod vollpumpen. Weil der Geigerzähler keine Ruhe gegeben hat. Mhm. Ich krieg Ausschlag am Arsch, wenn ich nur daran denke, in diesem kochend heißen Sarg zu sitzen. Aber eure Ärsche in den Basilisk zu schwingen, könnt ihr kaum erwarten, hm? Das ist anders. Vollkommen anders. Wirst schon sehen, wenn du drin sitzt. Ich versuch, ein bisschen zu schlafen. Okay. Wird noch eine Weile dauern, bis der Konvoi hier durchkommt. Weck mich, wenn was passiert. Es sei denn, du willst auch schlafen. Ich
Ich lieg einfach nur eine Weile hier, neben dir und bestaune die Sterne. Ist das etwa noch ein Fachgebiet von dir? Hast du auch Sternkarten in deiner Bibliothek? Na klar. Das da ist der große Wagen. Und siehst du den kleinen flimmernden Stern rechts davon? Das ist eine Raumstation. Ja. Echt? Shit, dann sind die Bremslichter vom Wagen im Arsch. Lol. Aber guck mal, warum zittert das so? Ach so, das ist Hitzeflimmern. Das funktioniert echt? Aber sehen, wo ich diesmal wieder nackt aufwache ohne Waffen. Wäre nicht das erste Mal. Oh, shit. Da kommen sie. Sind alle bereit? Wo kommt denn die Matte her? Wie? Wir fahren. Ach, Jefferson Perales, was ist das denn hier? Warte, ich muss mal kurz SMS lesen, hier bin drinne. Ich habe mit dir selber gesprochen. Sie hat bestätigt, was du mir gesagt hast. Wie lange läuft das schon? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es angefangen haben könnte. Aber das ist ja gerade nicht. Das ist ja gerade nicht wahr. Ich kann mich nicht mehr auf meine eigene Erinnerung verlassen. Wer weiß, wie viel davon überhaupt echt ist. Ich erinnere mich noch an meinen Bruder, glaube ich zumindest. Ich bin nicht sicher. Warum taucht er plötzlich meine Erinnerung auf? Elisabeth hat mir diesen Raum gezeigt, den ich gefunden habe. Was zur Hölle ist das los? Ich habe das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Die waren bei mir zu Hause. Mein Haus, verdammte Scheiße. Ich werde kein Auge zu, bis wir die Drecksäcke erwischt haben. Und sie waren nicht nur irgendwo in mein Zuhause, sondern überall. Das ganze Haus versandt. Ach du Scheiße, wie wenn die bei zu Hause sind, bewachen sie auch mein Telefon. Die wissen sicherlich schon von dir. Oh, was hast du jetzt vor? Es kommt ja sehr timely hier, ne? Also ich fahre jetzt erstmal Auto, bevor ich hier die nächste SMS beantworte. Ich bin immer noch überlegen, ob das die Cyberaugen sind, die leuchten, oder ob das... Fehlerkontakt nicht gefunden. Nice! Das ist richtig schief für ihn gelaufen, ne? Ob das wieder die KIs sind, die das überwachen, oder... Wie genau diese Blackboard funktioniert, ist mir noch nicht ganz bewusst. Egal, wir dürfen uns hier nicht mit irgendwelchen SMS ablenken. Dass das Ende ist von der ganzen Bürgermeistergeschichte? Mehr Geschwindigkeit! Wie schnell kann das irgendwo fahren? Hä, waren da vorher schon so Frachtcontainer dran? Ich soll nicht selber fahren, ne? Muss ich mich endlich wieder ins Geschütz setzen? Das Problem mit den Panama-Aufträgen ist halt immer, dass es immer darauf hinausläuft. Schneller als wir dachten. Ich weiß nicht, ob wir sie noch kriegen. Koppelt einen Waggon ab, dann seid ihr schneller. Wie? Kein Zögern jetzt! Zerstöre den Koppler! Ah ja, wir können. Das. Wir sind immer noch zu langsam! Ja, ich würde ja gerne, aber ich. Schießt endlich nicht keinen Koppler! Ja, verdammt! Mach ich doch! Achso, ich hätte noch suchen können. Wo ist denn der Konvoi? Sehen wir nicht, wo wir überhaupt sind. Umzingeln sie, sobald sie abgeschnitten sind. Ach, Panams Auto ist das einzige, im Geschützturm, ne? Das Ding läuft aber auch schnell heiß. Oh, leck mich doch am Arsch. Nicht schon wieder! Hä? Also, wir haben mal angehalten. Okay, schnappt euch die Trucks, Jungs. Bewegt euch ab, Teddy Boy! Okay, die Pistole von River ist hier Gold wert. Die sterben können hier wohl? Wenn die nicht mehr Leute hier zu zucken verleiten würden, würde es hier auch alles wesentlich besser laufen, ne? Ich glaube nicht, dass hier noch was passieren kann, ne? Achso, ich schieße ja eh mit nicht tödlichen Waffen. Also alle Leute, die ich hier anschieße, können mir eigentlich sehr dankbar dafür sein, ne? Oh, ficken! Hallo? Hey. Nicht verletzt! Was? Ich hätte auch einfach seine Cyberware runterfahren können, Filmrad zu allen. Warte, er hat ja noch blaues Equipment bei. Wer sind die da? Achso, das sind die ganzen Dingens. Wo muss ich hin? Habe ich alle Leichen geplündert? Nein, habe ich nicht. Hier liegt noch eine Waffe. Die brauche ich. Ich brauche die Bauteile. Mir ist noch nie bewusst geworden, wie wichtig... Das haben fast alle überlebt, ne, von den Typen hier. Die haben ein Schwein.
Achso, ich muss. Das ist bei mir sehr spannend, wenn ich mit. Das ist der Panzer? Das ist das Ding? Meine an sich. Es ist ziemlich unklug, Zeugen zu. Haben wir zwei Panzer geklaut? Ich dachte, es gibt nur einen. Scheiße! Es hat funktioniert! Bis jetzt, bist du. Natürlich hat es das. Genau wie ich gesagt habe. Bis die Kavallerie kommt. Achso, sie hupen. An sich haben sie noch die Militärtransporter. Wie geht's dir, wie? Hattest du Spaß? Aber wie? Sei froh, dass du nicht mithelfen musst, diesen Haufen Schrott zusammenzusetzen. Für Mitch und Teddy geht der Spaß erst richtig los. Aha. Vor allen Dingen, das ist, wenn die Wüste ja so riesengroß ist. Ich frage mich, was denn ihr Fluchtplan ist. Ich warte halt immer noch darauf, dass das gleich mächtig schief geht. Oder gleich die Raffen kommen oder irgendwer anders. Diskutiere die normalen Toxie. Ich muss ja eigentlich nichts machen. Achso, Fahrt kann ich überspringen. Na gut, dann machen wir das mal. Anscheinend passiert nichts mehr. Tja. Ich kann mit ihm reden, wenn du willst. Nein, danke. Das erledige ich lieber selbst. Tja, bin ich aber sehr gespannt auf die Reaktion, ne? Wo ist er denn? Ach, da hinten ist er. Jetzt geht's los. Oh, ich könnte hier Geld klauen, sehe ich gerade. Ich habe halt immer noch die Items, die ich gerade gelootet habe. Was hat das zu bedeuten? Siehst du doch. Das ist der Basilisk. Ich sehe nur zwei Trucks mit riesigen Militech-Logos. Verdammt, Panam! Das sieht man aus meilenweiter Entfernung. Glaubst du, wir hätten nicht schon genug Probleme? Das haben wir auch gefragt, wie verstecken die Dinger? Könnten jeden Moment hier auftauchen. Und jetzt müssen wir uns auch noch um Militech Sorgen machen. Schnauze! Fuck! Halt endlich dein Maul! Du willst für immer den Konzern die Stiefel lecken? Schön! Dann mach doch! Dann nehmen wir den Basilisk als Andenken daran, was diese Familie einmal war. Oder vielleicht können wir uns einfach das nächste Mal verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Sobald ich mit Biotechnica fertig bin, halten wir eine Versammlung ab und reden über das hier. Und dich. Bis es soweit ist, schaffst du gefälligst diese Trucks hier weg. Und der Basilisk? Können wir ihn zusammensetzen? Macht, was ihr wollt. Aber geht mir aus den Augen. Bob, Tjo. Mitch, ihr beide bringt die Trucks nach hinten. Wir müssen entladen. Gut, aber was machen wir dann mit denen? Oh, ich hab ne Idee. Aha. Hast ein ziemliches Organ. Nett. Danke. Ich glaube, das letzte Mal, als ich so geschrien habe, war ich 10 Jahre alt. Scheint alles nach wie vor zu funktionieren. Alles in Ordnung bei dir? Ja, natürlich. Obwohl die große Zugentführung der lustigere Teil von all dem war. Tja. Wenn du mich wieder brauchst, ruf einfach an. Oh, ich hätte mit Saul reden können. Das werde ich. Mach dich auf einen Anruf gefasst. Ich warte hier. Bis dann. Hier? Ah, ich hätte direkt mit Saul reden können, oder? Finde ich den hier spontan irgendwie? Weil ich würde jetzt gerne trotzdem mal mit ihm quatschen. Aber ich habe halt keine Ahnung, wo er so normalerweise rumsteht. Hat er irgendwie sein Zelt? Neue Mission, Queen of the Highway? Was ist das denn? Verlass das Lager, bis der Basilisk bereit ist. Ah ja, okay, gut. Das, werde ich nicht tun. Also, schon, aber gleich. Liegen zum Beispiel noch Splitter rum und creepy Kinder. Ja, mal. Mir kann nach dem Krieg die turbulenten Jahre herkommen. Ich sag mal, alle Splitter mit, die noch so. Wo ist der denn? Aber der hat doch hier oben sein Kommando-Z da finden, ne? Direkt neben Ripper. Da bist du doch. Irgendein komischen Dings müsste da hier irgendwo rumstehen, oder nicht? Ich finde Saul noch. Das ist kein Problem. Ja, da hier ist der. Ja, toll, ich Dialogpaket speichern. Das ist mir schon bewusst. Guck mal, den Computer kann ich sogar benutzen. Gibt's hier was zu, Neues, Tolles zu lesen? Medikamente, Verschlüsse, warte mal. Medikamente, kaufen Sie 2 Tickets, ne? Fertiges Lesen. Aha.
Warte mal, was ist das für ein Spam? Das sieht irgendwie, das ist... Ein gewisser Konzern betrat eines Nachts das Netz, als es plötzlich eine Störung gab, in der ein roter Dämon erschien. Der sagte, morgen Mitternacht wirst du tot sein. Der Konzerner nahm die Bedrohung nicht ernst und schlief friedlich, nachdem er das Netz verlassen hatte. Am nächsten Tag ging er zur Arbeit und kam nach Hause und nichts Schlimmes war ihm widerfahren. Doch als seine Tochter ihn am nächsten Morgen aufweckte und wollte, waren seine optischen Implantate herausgebrannt worden. Sein ganzer Körper war versenkt und in zwei Teile zerschnitten. Wenn du diese E-Mail-Kette unterbrichst, wird dir morgen Mitternacht dasselbe widerfahren. Wenn du diese Mail nur an drei Leute weiterschickst, wird der Dämon eine geliebte Person wehtun. Schickst du sie an 15, verfolgt dich der Dämon 5 Tage lang im Netz, wird dir aber nichts tun. Nur wenn du sie an all deine Kontakte schickst, wird dein größter Traum wahr werden. Bei meinem Onkel hat es funktioniert. Es tut mir leid, dass ich dir das schicken muss, aber jemand hat es auch mir geschickt. Es mag komisch klingen, aber diese E-Mail weiterzuleiten wird dein Leben retten. Lol. Könnt natürlich rein fürs Team nehmen, das nicht machen. Hier ist ein Bild von Wendy. Achso, Joss. Hey, wie? Ich würde dich nur auf den Laufenden halten, wie es Wendy geht. Er gewöhnt sich langsam wieder ans normale Leben. Ich könnte es auch gar nicht glauben, aber es sieht aus, als würde alles gut werden. Ich kann dir gar nicht danken, wie danke ich euch denn. Hier ein Bild von Wendy. Hoffentlich kann sich bei persönlich bei dir bedanken. Ja, kann ich meinen Nachrichten tatsächlich ein Bild sehen? Es fehlt echt die Suchfunktion, ne? Ne. Bilder unterstützt meine Telefon. Cyberware anscheinend nicht. War das der Truck? Wo war denn dieser komische Kommando? Das ist wahrscheinlich der Toilettentruck hier. Ist eh verschlossen. Ist das hier der Panzertruck? Ne, das da hinten ist Teddy. Ah, steht hier einmal, kann ich mit dem reden? Weiß nicht, fand's oben im Norden besser, nicht so viel Sand. Okay, ja, ich schon gerinnt, ja. Das Zeug überall am Körper. So, dann mal hier, Carol. Gibt Ärger mit der Signalreichweite. Wer weiß, vielleicht wegen Dakota und ihrem verdammten Traumfänger. Bob, Cassidy, Cassidy hab ich schon geredet. Oh, wer ist er denn hier? Jüngster Typ mit Brille? Ist denn hier alles sauber? Hängt denn hier rum in dieser Bude? Die Schicht für den Namen von BD, das ist... Also ein bisschen Cyberware haben sie ja auch da, ne? Nachricht, noch mehr Spam, neuer Vertrag. Ah, von Saul an Jeffrey Simmons, Senior PM Biotechniker. Trotz einiger Rückschläge sollten wir den Auftrag noch bis zum Einwandenverdatum erfüllen können. Können wir ein Datum treffen, ausmachen und einen neuen Vertrag aushandeln? Leider wurden die vereinbarten Konditionen nicht eingehalten. Der Vertrag ist hier mit Gegenstand zu verwandeln, derzeit mit einem anderen Auftragnehmer, der den Vertrag zu Ende führen kann. Wir können sogar noch um 20% reduzieren. Sie werden garantiert niemanden finden, der es für weniger Geld macht. Zumindest niemanden, der es nicht in den Stand setzt. Wir müssen an unseren Ruf denken. Die Alikalos beenden ihre Aufträge immer. Wir würden eine Neuverhandlung des Vertrags bei 25% in Erwägung ziehen. Der Auftrag fällt dann in die Kategorie B41, sodass Sie keinen Anspruch auf Versicherung haben. Wenn Ihre Ehre es zulässt, bitte bestätigen Sie, dass Sie diese Konstitution akzeptieren. Bestätigen. Von Scorpion an Saul. Ich weiß, wir haben schon 1000 Mal darüber gesprochen, aber jetzt komm schon. Du bist ein ausgekackter Fluchthost gesiegt. Wenn du nicht auf Panam hörst, dann hör wenigstens auf mich. Wenn ein ehrliches Schmuggel nicht in Frage kommt, dann ist die Snake Nation immer noch besser als diese Scheißkonzerne. Wenn wir uns Snake anschließen, sind wir immer noch Nomaden. Aber wenn wir bloß noch den Konzernen dienen, ich weiß nicht, was das überhaupt noch sind. Wir haben darüber schon gesprochen. Und Achtung, Betrugswarnung. Ja, klicken Sie auf keinen Fall auf diesen Link. Das ist wahrscheinlich die Geschichte, die wir gehört haben, ne? Davor. Was ist das hier? Geschichte der Nomaden. Schätze und respektiere deinen Plan, bla bla. Das hatte ich tatsächlich noch nicht gelesen, ne? Och, wer schreibt mir denn jetzt? River? Will immer noch mehr Platten. Schütze und respektiere deinen Clan, sondern deine Familie. Ziehst du so viel wie dein Wort, teile mit deinen Clanschwestern und Brüdern, respektiere die Privatsphäre sowohl deines Clans. Ups. Bring deinen Clan niemals in Gefahr, nimm immer ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Schütze deine Familie und deinen Clan. In dieser Reihenfolge besteht niemand in deinem Clan, behalte nichts für dich, das den Clan helfen könnte. Es ist schwer, sich ein weniger wanderlustige Gruppe vorzustellen als Bauern, aber genauso sie waren es, die das Zeitalter der Nomaden einläutet. Naturkatastrophen, Ernteausfällen durch Bioplagen, bewaffnete Konflikte und die Verhängung des Kriegsrechts, das den Konzernen ermöglicht zu spekulieren, um Land zu privatisieren. All diese Faktoren zwangen diese Menschen zu einem Leben auf der Straße. Die ersten nomadischen Clans waren die Alikaldes und Diodes, gefolgt von der Snake Nation, Telas Nation, Folk Nation, Blood Nation und Metacorp, also insgesamt 7 Nations. Die nomadischen Nations sind in Stämmen aufgeteilt, die sich noch weiter in Clans und Familien aufspalten. Eine Familie besteht aus 10 bis 100 Leuten, während die größten Nations bis zu 1 Million Mitglieder haben. Anfangs wurden die Nomaden als Anarchisten und Umstürzer betrachtet. Dahinter stehen natürlich vor allem Konzerne, die bald merkten, dass sie diese Leute nicht unter Kontrolle hatten. Die große Ironie dahinter ist, dass wir den Wiederaufbau unserer Städte nach den Kriegen und Katastrophen des 21. Jahrhunderts allein den Nomaden zu verdanken haben, denn die Familien treffen sie nicht, um Dinge zu zerstören, sondern um sie aufzubauen. So. Steht hier irgendwo noch Saul rum? Mackenzie Lee. Ich hab keine Ahnung, wo hier Saul noch sein soll, ne? Es ist ja halt irgendwo rumgerannt. Aber es ist nicht so, dass der hätte. Sie haben sogar ein Garagenzelt. Also das heißt sogar, sie haben ein Garagenzelt. Dürfte ich bitte mal kurz. Dubai Sand und Tod hab ich schon gelesen, aber sammle ich trotzdem ein. Was ist das hier? Oder ist Saul gerade irgendwo im Einsatz? Karten. No Life 3 Rezension. Ja, nee, danke. Die müssen ja den ganzen Scheiß hier irgendwie A transportieren, immer wenn sie irgendwie Lager machen. Müssen sie sich auch aufbauen, ne?
Was haben wir hier noch? Drei Nachrichten. Warnung, sie wurden ihr Erbe. Dringende Antwort. Sie haben gewonnen. Okay, gut. Ich frage mich, warum man sich die Mühe gemacht hat, diese Drecksrechner hier überall rumsteht. Oh, da vorne ist eine Sprechblase. Warum man sich die Mühe gemacht hat, diese Rechner hier überall hinzustellen, wenn dann am Ende doch noch Spendorf ist. Okay, Durchbruch in der Gentechnik hat man wahrscheinlich öfter. Nö, ich habe keine Ahnung, was so alles. Also, er ist auf jeden Fall nicht in den LKW, wo wir ihn vorhin getroffen haben. Na gut, dann werde ich wohl nicht mit ihm quatschen können. Na gut, der ist wahrscheinlich auch irgendwie beschäftigt mit irgendwas, oder? Das ist von. Ach nein, das sind denen ihre Duschen. Er hat auf jeden Fall gewisse Festivalqualitäten, ne? Wo zur Hölle haben die eigentlich das Wasser her? Und den Sprit? Obwohl, die Dinger fahren wahrscheinlich Elektro, ne? Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand noch Steampunk-artig Schritt. Quatsch, Steampunk. Oilpunk-artig Schritt. Sprit braucht über Mad Max. Na gut. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich mich zwischendurch die Quest hatte, mit Saul zu reden. Okay. Also das zartere Blau ist wirklich. Na gut. Unabhängig davon, ich habe doch hier noch. Caddyburn. Na gut, wir holen uns mal den Scorpion-Moppet. Das passt gerade thematisch viel besser, ne, wenn ich hier wegfahre. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, Cyberpunk. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.